Herzlich willkommen bei der nächsten Runde bzw. bei der nächsten Folge von Jade Empire. Da werden wir wieder mal so 30 Minütchen hinlegen. Mal gucken, wir sind ja letztes Mal nur so zur Erinnerung hinterher noch zu dem brennenden Dorf geflogen. Da müssen wir heute mal gucken, was da los ist. Und ich nehme mal an, dass da wieder einige Kämpfe anstehen und vielleicht treibt sie auch die Geschichte weiter. Jetzt habe ich das natürlich schon wieder längere Zeit nicht gespielt und dann muss ich mal gucken, ob ich dann hinterher mit der Steuerung bei den Kämpfen noch halbwegs zurechtkomme. Und da war schon das erste Speichern am Übergang. Ich hatte eine solche Zerstörung schon erwartet. Offenbar sollte niemand diesen Angriff überleben. Ja, man sieht oder so, wenn der läuft, ist das doch mal ich hasse es, einfache Bauern zu töten. Wo bleibt da die Herausforderung? Sie haben gesagt, keine Überlebenden. Also darf es auch keine geben. Ich weiß, aber wer sind diese Leute? Wer immer hier wirklich die Befehle gibt, muss sehr einflussreich sein. Wollt ihr Gau den Großen fragen? Nein. Dann haltet die Schnauze und sorgt dafür, dass es keine Überlebenden gibt. Sieht aus, als müssten wir noch ein paar Bauern erledigen. Dann bringen wir es besser schnell hinter uns. Legendärer Stoß! Das ging schon mal ganz gut. So, ich nehme an, hier oben können wir nicht mal hochrennen, aber die Treppe zu dem Laden. Hier waren diese Schreine, da war Morgensternsgarten und hier hinten, nehme ich mal an, zu dem Kampfring müssen wir hin. Gut, probieren wir das doch mal. Sprechen wir hier nochmal drüber. Schauen, ob es noch Leute gibt. Toter Schüler, na gut, das erklärt es dann schon wieder. Ich fürchte, eure Schule brennt, wie erwartet. So sieht es aus, wenn das Zuhause zum Schlachtfeld wird. Hoffen wir, dass die Flammen euch mehr als nur böse Erinnerungen zurücklassen. Habe ich den Totenschüler gleich noch rausgeplündert. Ist halt wie es ist, kann ich ja nichts für. So, hier kann ich übrigens, wenn ich durch so Gras laufe, die Kamera nicht wirklich verstellen. Also nicht wirklich gut. Und wenn ich dahinter bleiben will, und dann die Bildrichtung wenn ich schauen mag. Geht weiter, es sind noch mehr in der Schule. Ich kümmere mich um die Leute im Dorf und rette so viele ich kann. Lauft! Muss ich jetzt aber nicht kennen. Auch so eine Sache, vielleicht hätte man das Nachladen in so einer Version irgendwann mal schaffen können. Müssen wir jetzt hinzufügen. Weiß nicht, unser Kerl mit Schwert. Was ist denn das? Haben wir etwa immer noch nicht alle von diesen jämmerlichen Schülern erwischt? Ihr seid ja schlimmer als Ameisen! Es krabbeln immer neue herbei! Ihr habt kein Recht zu sprechen, Ungeziefer. Warum habt ihr das getan? Monster, dafür werdet ihr bezahlen. Ich bin kein schwacher Schüler. Wir fragen mal warum. Das haben mich die anderen alle auch gefragt. Und ihr werdet dieselbe Antwort kriegen wie sie. Männer! Gau der Große wünscht, dass dieses Dorf gesäubert wird. An die Arbeit! Was hat der denn? Ist der von irgendeinem Sohnemann angefressen?
das nicht. Controller reagiert zu langsam. Es ist für den Arsch. Okay. Wir Spiel neu laden. Ich hoffe, jetzt kommt. Ach Gott. Kann man das abbrechen? Kann man nicht. Was ist denn das? Haben wir etwa immer noch nicht alle von diesen jämmerlichen Schülern erzählt? Ihr seid. Ja. Da. Legendärer Stoß. Guck nicht hin. Ich muss auch mal wieder die Steuerung. Ich hab keine Ahnung, wie dieser blöde Mistblock ging. Wo ist das hier? Steuerung. Controller, was ist das hier? Bewegung sehen. Kampfpause, Angriff, Block. Block ist B, den macht er gar nicht, wenn ich den drücke. Was ist denn das für ein Quatsch? Taste, linke Taste, alles gut und schön. Den Block macht er nicht. Na gut, wir gucken mal. Was ist denn das? Haben wir etwa immer noch nicht alle von die... Ihr... Jetzt kann ich erst... Das... Mann! Legendärer Stoß. Ja, jetzt mach ich den Block. Yeah.
Ich hoffe, dass er jetzt nur den Endkampf macht. Nein, er macht wieder alles. Okay, Leute, ich breche das ab und schalte ein, wenn ich soweit wieder bin. Das ist jetzt um heuer. So, gerade geschafft. Und diesmal mit Tastatur und Maus gesteuert. Großer Gott! Es waren so viele. Überall. Und Feuer aus dem Himmel. Wir haben Gauss Leute vertrieben. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Nein, sie kamen später. Es waren Kämpfer in Schwarz. Ihre Fäuste sah man kaum. Sie befahl ihnen anzugreifen und sie kamen wie ein Wille, ein Zweck. Außer dem einen. Er stand allein, seine Rüstung so schwarz, wie ein Loch im Boden, zu tief, um herauszukommen. Da haben wir ja unseren. Ihr kommt wieder in Ordnung. Bleibt ganz ruhig. Ich habe mich bemüht. So sehr bemüht. Es tut mir leid. Wu hat gesagt. Er hat gesagt, dass es keine Warnung gab. Nur ruhigen Himmel und dann Feuer von oben. Er führte die Schüler, aber sie wurden überwältigt. Meister Li wurde weggebracht, als es anfing. Er ging kampflos mit, gab ihnen, was sie wollten. Aber anschließend wurden die Schüler... Sie wurden trotzdem getötet. Die Lotus-Assassinen. Sie lassen niemanden am Leben, der berichten könnte. Die Leute fürchten das Unbekannte. Es ist beunruhigend, dass Gao der Große sie als Verbündete hat. Die Gestalt, von der euer Freund gesprochen hat, ist die Hand des Todes, der Anführer der Lotus-Assassinen. Dieser Schüler war sehr stark, dass er überhaupt so lange überlebt hat. Warum sind sie hierher gekommen? Wohin haben sie Meister Li gebracht? Warum hatten wir es mit Gauss Leuten zu tun, wenn dies das Werk eines anderen ist? Fragen wir das mal. Vielleicht macht sich Gao der Große eine andere Sache zunutze. Die Lotus-Assassinen unterstehen allein der Hand des Todes. Er würde nicht erscheinen, wenn es nicht wichtig wäre. Ich weiß nicht, wieso sie es darauf abgesehen hatten, euren Meister Li gefangen zu nehmen, aber sie greifen nie ohne einen Grund an. So, Meister Li hat mir gesagt, dass er der Bruder des Kaisers ist. Gao hat es gehört. Gao muss es gewusst haben. Hat er euch etwas gesagt, Morgenstern? Meister Li hat gesagt, ich sei wichtig. Das ist mir ein großer Konflikt bevorsteht. Ich nehme mal das erste mit dem, ob Gao das gehört hat. Das ist nicht möglich. Sun Li, der ruhmreiche Stratege, war der Bruder des Kaisers und oberster Befehlshaber der kaiserlichen Armee. Euer Meister Li kann nicht mit ihm identisch sein. Warum nicht? Weil es nicht möglich ist. Sun Li wurde vor 20 Jahren zum Verräter am Reich erklärt. Der Kaiser selbst beschuldigte ihn, den dritten Bruder, Prinz Qin, getötet zu haben. Und abgesehen davon hätte der ruhmreiche Stratege nie solche Fehler gemacht. Was für Fehler? Sich zu erkennen zu geben zum Beispiel. Und er hätte gewusst, dass er seine Schüler nicht retten kann, indem er sich ergibt. Wenn die Hand des Todes so ruchlos ist, wie ihr sagt, musste er irgendwas versuchen. Ihr seid bloß ein verbitterter Einsiedler aus dem Sumpf. Nur das sagen wir nicht, der hat uns ja geholfen. Das klingt ein bisschen gemein. Hättet ihr ihn nicht erkennen müssen? Ihr habt doch bestimmt einmal gesehen. Achso, ihr habt ihn doch bestimmt einmal gesehen. Also doch, warum sollte der den erkennen? Nach so vielen Jahren macht ja keinen Sinn. Nehmen wir das Erste. Der ruhmreiche Stratege hätte seinen Gegner gekannt. Und eines ist ganz sicher wahr, was man über die Lotus-Assassinen hört: dass sie keine Überlebenden zurücklassen.
Ich sollte es wissen. Ich war einer. Im Augenblick seid ihr offensichtlich keiner. Lasst die Einzelheiten aus und sagt mir einfach, wie ich Master Lee finde. Okay, das erklärt, warum ihr nicht willens wart, hierher zu kommen. Ihr habt eine vertraute Taktik erkannt. Ich wusste, dass es zu gelegen kam, euch im Sumpf zu finden. Was wisst ihr über diese Sache? Ja, das klingt wie ein Vorwurf, das ist doof. Eine vertraute Taktik. Ja, wie finde ich denn jetzt den Meister Lee? Ich denke, das ist doch das Oberste. Ich will ihn doch befreien oder zurückhaben. Wenn ihr euch nicht davon abbringen lasst, sollten wir in diesem Moskitoflieger zur Kaiserstadt reisen. Gau der Große hat mächtige Verbindungen. Ihr könntet dort eine Spur zu ihm finden. Ihr wisst eine Menge, Einsiedler. Wir werden über die Quelle dieses Wissens reden müssen. Das hat er doch vorhin schon erklärt, warum er so viel Ahnung davon hat. Ja, ich bin immer noch neugierig, was euch angeht, Lotus, das ist in einer Mitteform zu sagen, dass wir euch noch immer nicht trauen. Wenn ihr gelogen habt, werde ich euch zur Rechenschaft ziehen. Also dieses von nett bis aggro irgendwie eine Antwort. Bleibt mal bei nett. Welches Urteil ihr euch auch bilden mögt, ich versichere euch, ich bin schon zu Schlimmerem gelangt. Lasst uns aufbrechen. Ich will nicht hierbleiben. Ich möchte dorthin, wo ich noch etwas bewirken kann. Das ist ein verbreiteter Wunsch. Schwer zu erfüllen, aber sehr verbreitet. Lasst uns sehen, ob wir dieses Gerät von Gau dem Geringen noch einmal in die Luft bekommen. Es wird nicht stabil genug sein, um uns bis zur Kaiserstadt zu bringen, aber wir könnten die Handelsstadt Tiens Anleger erreichen. Alle Handelsrouten führen ins Herz des Reiches. Wenn wir Glück haben, finden wir jemanden, der uns dorthin bringt. Wenn wir Glück haben. Ja. So schön, sehen wir eine neue Stadt. Wahrscheinlich an einem Fluss. Verloren. Warum habe ich das alles verloren? Rote Löwenstatue, gelbe Löwenstatue. Okay. Moment, hallo. Was ist denn jetzt? Muss ich jetzt was sagen? Diese rote wird von feindlichen Schiffen eingesucht. Was wollt ihr tun? Flucht? Jemand sagen? Das hat heftig gekracht. Wenn ich gewusst hätte, dass uns eine derart spektakuläre Landung bevorsteht, hätte ich meinen Sumpf nicht verlassen. Es ist ein Wunder, dass wir alle unverletzt überlebt haben. Wir haben doch alle überlebt, oder? Also, hätte ich jetzt gesagt kämpfen, wäre ich vielleicht zum Wasser und wäre mit einem Schiff weggefahren, oder wie? Mir geht's gut, Morgenstern, alles in Ordnung. Okay. Mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen durchgeschüttelt, das ist alles. Wir hatten Glück. Nur ein Narr wagt sich ohne eine richtige Windkarte in die Luftströmungen. Ohne sie kann man den Himmel nicht befahren. Jedenfalls nicht sicher. Tja, warum habt ihr mir das nicht früher gesagt? Kommen wir da wohl nicht weg, bis wir eine Windkarte gefunden haben? Das würde ich so nicht sehen. Vor allen Dingen, das Ding ist kaputt, aber wir können das ja mal aus Spaß sagen. Und woher bekommen wir eine Windkarte dieser Gegend? Ohne sie können wir den Entführern von Meister Lee nicht folgen. Es steht sogar noch schlimmer. Seht euch unser Fluggerät an. Selbst wenn wir eine Windkarte hätten, würde sich dieses Ding nicht mehr in die Luft erheben. Darauf wäre ich jetzt gar nicht gekommen.
Das Ganze entwickelt sich ja immer prächtiger, hm? Ich will eure Stimmung nicht weiter drücken, aber Fluggeräte und Windkarten sind sogar in der Kaiserstadt selten. Hier draußen dürften sie so gut wie unbekannt sein. Gau und seine Piraten haben zwei Ströme mit Fluggeräten angegriffen. Und die Lotus-Assassinen, die Meister Li entführt haben, hatten auch welche. Irgendjemand hier muss doch etwas darüber wissen. Keine Sorge, Morgenstern, ich werde einen Weg finden, uns wieder in die Luft zu bringen. Ich habe nicht vor, lange hier festzusitzen. Mir wird schon was einfallen. Naja, sagen wir mal, keine Sorge, glaubt sie mir eh nicht. Es tut mir leid, dass ich mich so aufgeregt habe. Aber mit jedem Augenblick, den wir hier festsitzen, wird Meister Li weiter von uns weggebracht. Wir sind in der Nähe von Tiens Anleger. Das ist nur eine kleine Stadt. Aber vielleicht weiß dort jemand, wo wir einen neuen Flieger bekommen könnten. Und ich kenne immerhin eine Lichtung, auf der wir unser Lager aufschlagen können. Wenn wir kein Fluggerät auftreiben sollten, können wir immer noch zu Fuß gehen. Südlich der Stadt befindet sich ein Wald. Durch ihn führt eine Handelsroute zur Kaiserstadt. Die Stadt ist jenseits der Brücke, hinter einem großen Wegstein. Sucht nach einem Felsen, auf den ein Fisch gemalt ist, und ihr wisst, dass ihr in die richtige Richtung geht. Gut, sehen wir uns die Stadt an. Nee, sehen wir uns in der Stadt um. So, ihr kommt mit mir. Ach so, wen soll ich denn jetzt mitnehmen? Sie konnte heilen, glaube ich, und er... Naja, nehmen wir ihn mal mit, ne? Also gut, auch wenn mir der Gedanke nicht gefällt, länger hier zu bleiben. Ich spüre etwas. Dieser Ort trägt einen Makel. Etwas Schlimmes ist hier geschehen. Vielleicht ein Flug. Ja, wir sind hier abgestürzt und wären fast gestorben. Super, also. Nein, es ist etwas anderes. Ich denke, es ist nicht so wichtig. Beeilt euch, es muss einen besseren Lagerplatz geben als diesen. So, Spiel wird gespeichert, immerhin. Da ist ja schon mal was. Kapitel 2. In dem über den Fall der Klagefestung berichtet wird, die Frau in Schwarz von der Hand des Todes erzählt und Gao der Große erfährt, welches Schicksal seinen Sohn ereilt hat. Mhm. Zwei Ströme ist vernichtet, Meister Li wurde entführt. Es ist offensichtlich, dass dieser Angriff sorgfältig geplant war und dass unbekannte Kräfte ein Auge auf euch und die Menschen um euch herum geworfen haben. Ihr verlasst den Ort, der euch 20 Jahre eine Heimat war. Um die Hand des Todes und seine Lotus-Assassinen aufzuspüren und herauszufinden, was hinter diesem Angriff steckt. Okay. Ich speichere trotzdem mal für mich. So, da war immer noch das mit den Schriftrollen zu retten, was zu retten ist oder so. Steht da, müssen Windkarte besorgen. Also die wollen tatsächlich, dass wir das tun. Absturzstelle Karte, wir speichern mal für uns. So, jetzt müsste ich mal gucken. Ist wahrscheinlich der andere aufgestiegen, oder wie ist das? Gut, das gucke ich mir mal in Ruhe an und dann bin ich gleich wieder da. So, hier habe ich jetzt drei verfügbare Punkte für den Aufstieg. Die Gesundheit, da bekomme ich meine Lebenspunkte. Die Seele. Wobei die Qi-Sachen ja auch nicht so unwichtig sind. Da kann ich dann ja immer mich regenerieren. Der Fokus. Ja, Schmeicheln und Intuition, vielleicht ganz nett, aber ich weiß nicht. Ich gebe mal hier was drauf und ich würde auch ein bisschen was auf die Seelenpunkte geben. Ich mache das jetzt mal so. Fertig. 5 Skillpunkte.
Wie vergebe ich die denn? Die himmlische Welle vielleicht. Was haben wir denn hier? Also. 5 Punkte habe ich. Dieses Langschwert trägt die Zeichen von lächelndes Glück. Waffenstil. Ich habe aber keine Waffe momentan. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich selten mit Waffen gekämpft habe. Mal kurz gucken. Das hier Schreckensflamme macht. Niedrige Chi-Kosten sind immer gut. Flächenangriff. Harmonische Kombo eingeleitet werden, die ein Gesundheitspower-Up erzeugt. Das sollte ich eigentlich mal irgendwie machen. Mal gucken. 4 Punkte kostet das. Ich glaube, ich hätte später mit sowas gearbeitet, aber irgendwie mit Feuer und sowas erinnere ich mich auch noch. Und was haben wir hier? Der Krötendämon, okay. Die himmlische Welle ist das, wo ich immer. Maustaste 1 ist der Standardangriff, der ganz normale. Auch schon 4 Punkte. Die Geschwindigkeit, das machen wir mal. Geschwindigkeit ein bisschen aufpeppen, glaube ich, ist nicht verkehrt. Ein bisschen schneller werden im Kampf. Und der legendäre Stoß ist ja... sämtlicher Schaden. Erhöht sich aber auch hier die Geschwindigkeit, ne? Irgend so gut. Okay. Dann lasse ich den einen Punkt mal übrig. Und Krötendämon, das will mir nicht so ganz. Senkung Chi-Kosten, Schaden, Senkung Chi-Schaden. Ich glaube, das ist nicht so mein Ding. Skillpunkte, was hat er? Das ist nur... Ah, da kann man dann noch abnehmen. Gut. Mache ich jetzt nochmal eine ganz kurze Speicherung, weil ich die Punkte da ja vergeben habe. Weiß gar nicht, ob der Typ auch geskillt werden kann. Jetzt ist mir nicht sicher. Zu der scharfsinnigen Baumstelle kann ich nur durchschalten zwischen denen. Hier komme ich nicht weiter, das ist alles kaputt, das ist die Karte irgendwie zu Ende, beziehungsweise beginnt sie. Und dann... Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Etwas kommt hier nicht zur Ruhe. Okay, wahrscheinlich Geister. Ich frage mich gerade, konnte man hier was finden eigentlich? Ich bin mir nicht so sicher, ob man in den Häusern irgendwie Geld oder sowas rausholen konnte. Hier kann man da nicht hoch, also mit Hüpfen oder sowas, das ist gar nicht drin. Nee, alles nicht begehbar in der Form. Legendärer Stoff! Das ist ganz blöd. Ganz blöd. Der Himmel hat euch vorerst zurückgewiesen, aber ihr werdet hier trotz der unheilvollen Geister einen Nutzen ziehen. Ein Geistermönch war vor langer Zeit hier, auf der Flucht vor der Zerstörung, durch die ihr eure Eltern verloren habt. Er trug ein Stück eures Amuletts. Es wurde geteilt, zerbrochen, damit eure Gegner es nicht stehlen konnten. Ihr habt das erste Stück. Jetzt lässt es eure Fähigkeiten reifen. Das zweite liegt hier und war verborgen, bis das Wasser wich.
Ein Wächter beschützt es. Seine Aufgabe ist es, euch zu prüfen und euch zu dienen. Das dritte Stück befindet sich in einem Versteck, das ihr später besuchen werdet. Diese drei Teile sind materiell, aber es gibt ein weiteres. Man kann es nicht finden, sondern sich nur verdienen. Dieses letzte Teil ist alles, was euch am Ende retten wird. Vorsicht! Ihr seid nach dem Kampf der Länge nach hingefallen. Neigt ihr zu solchen Sachen? Eine Vision. Okay. Wo? Euer Meister hat euch offenbar ein paar interessante Dinge beigebracht. Kommt, wir müssen unser Lager an einen Ort verlegen, an dem wir nicht von Geistern angegriffen werden. Ich kenne eine Lichtung vor Tiens Anleger, wo wir ein Lager aufschlagen können. Der Flieger sollte sicher genug sein, wenn wir ihn hier lassen. Schlimmer wird es nicht kommen, so viel ist sicher. Wir müssen nur hinter der Brücke nach Süden gehen. Machen wir uns auf den Weg. Gut, für heute lassen wir es dann sein. Ich werde nächstes Mal also mich da in die Stadt begeben, schauen oder so, dass wir da weiterkommen. Dann vielen Dank erstmal wieder fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Die Tipps, wie wir dann so ein Amulett kriegen, haben wir ja jetzt bekommen. Und wenn ich verstehe, das letzte kann man nur verdienen, dann gibt es das wahrscheinlich als Aufgabenbelohnung und die Aufgabe muss man erfüllen und das Ding liegt nicht irgendwo in der Truhe rum oder so. Naja, ich bin auf jeden Fall dann durchaus gespannt, wie es weitergeht, ob wir das Ganze hier so ein bisschen schaffen. Gucken wir mal. Wann ich dazu komme, das genau weiterzumachen, weiß ich noch nicht, aber es wird weitergehen. Also, bis bald. Danke.